Hallo und herzlich willkommen bei den Garagengurus. Heute bauen wir mal eine 360-Grad-Timelapse-Vorrichtung für eine GoPro. Die einfachste Variante für eine schöne 360-Grad-Drehung in der Timelapse ist es, indem man eine Eieruhr nimmt, die eine schön glatte Oberfläche hat, um so eine GoPro-Halterung raufzumachen. Und dann ist es noch wichtig, damit wir die nicht nur auf den Boden stellen können für diese 360-Grad-Drehung, dass wir noch eine Verbindung zwischen der Eieruhr und einem Stativ herstellen, damit wir das auf hier jetzt mal ein kleines Stativ, aber auch auf jedes andere Stativ packen können. Und da wäre es dann praktisch, wenn man entweder hier ein Gewinde reinschneidet, es wäre da aber nur ein Plastik und damit es schön haltbar ist, nehmen wir noch Metall, wo wir da das Gewinde dann hineinschneiden. Als erstes müssen wir natürlich unser Maß der Grundplatte auf unser Material übertragen. Danach müssen wir den Mittelpunkt festlegen. Das Ganze einmal vorkörnen, damit mein Metallbohrer nicht verläuft. Ich bohre mit einem 4 mm Bohrer vor, mit einem 5,5 mm Bohrer nach, damit ich ein exaktes Maß habe. Als Gewindeschneider brauchen wir einen 1/4 Zoll Gewindeschneider. Den kriegt ihr so nicht im Baumarkt zu kaufen, weil wir hier in Deutschland eher ein metrisches System haben und kein Zollsystem. Deswegen müsst ihr den im Internet bestellen. Geht aber relativ einfach. Ihr braucht aber keinen Zollbohrer bestellen. Also wenn ihr einen 5,5 mm Bohrer ganz normal kauft im Baumarkt, reicht das vollkommen aus. Wie ihr gerade gesehen habe ich beim Bohren ein bisschen Öl ins Bohrloch gemacht. Das schmiert ein bisschen, kühlt und erhöht die Schneidleistung. Das gleiche müsst ihr zwingend jetzt beim Gewindeschneiden machen, weil euch ansonsten der Gewindebohrer zerbrechen könnte. Das ist HSS-Stahl, relativ spröde, also müsst ihr ein bisschen aufpassen, auch dass ihr die richtigen Durchmesser für eure Gewindeschneider wählt. Ich benutze ein ganz normales Öl, es gibt auch ein Schneidöl. Ich habe jetzt gerade leider kein Schneidöl, besser als nichts. Wir haben das Ganze dann nochmal entgratet und geschliffen und jetzt lackieren wir es nochmal ein bisschen mit Klarlack, damit es nicht nochmal rostet. Damit sind wir auch schon fertig mit dem Bauen. Allerdings zeige ich euch nochmal kurz, wie man das auch noch benutzt. So, jetzt sind wir endlich raus aus Tobis muffiger Werkstatt. Und hinter mir könnt ihr auch schon sehen, wie unsere Konstruktion ihre Arbeit verrichtet. Aber warum eigentlich so eine Eieruhr jetzt darunter packen? Das seht ihr jetzt gleich. Ich zeige euch ein paar Timelapse-Aufnahmen. Eine Timelapse ist eine gezielt gefilmte Zeitrafferaufnahme. Diese kann man als Video aufnehmen und schneller abspielen oder, so wie ich das lieber mache, in vielen Einzelfotos aufnehmen und diese zu einem Film zusammenfügen. Eine GoPro hat mehrere Möglichkeiten, Intervallaufnahmen zu machen. Als Beispiel zeige ich hier Aufnahmen, die mit einem Bild pro Sekunde gemacht wurden. Wichtig für solche Aufnahmen ist, dass sie von einem stabilen Stativ aus gemacht wurden, da die Timelapse sonst verwackelt aussieht. Schwenks per Hand sind dabei nicht möglich, da man diese einfach nicht so gleichmäßig hinbekommt, wie man es gerne hätte. Profis lösen das Ganze dann mit einem sehr, sehr teuren Stellmotor und wir halt eben mit einer Eieruhr. Und man weiß auch genau, wie lange die Eieruhr für einen Schwenk braucht. 90 Grad eine Viertelstunde, 180 Grad eine halbe Stunde, 360 Grad eine ganze Stunde oder auch etwas anders ausgedrückt, alle 10 Sekunden ein Grad Schwenk. Und eine tolle zusätzliche Funktion hat die Eieruhr auch. Sie sagt Bescheid, wenn sie fertig ist. Mit Eieruhr sieht das Ganze dann so aus.
Wir wissen, dass das heutige Projekt mal ein bisschen anders war als die anderen, die ihr von uns sonst kennt, da diesmal der Fokus nicht auf einer schwierigen handwerklichen Umsetzung war, sondern eher die Idee im Vordergrund stand und auch für ein spezielleres Publikum mehr ist. Deswegen natürlich die Frage hier an der Stelle: Möchtet ihr mehr von solchen Projekten sehen? Schreibt's doch einfach in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich auch über Likes bei Facebook und Daumen nach oben. Ich bedanke mich. Tschüss!